Der 33-Jährige kam durch seine 27 Zähler beim 107:102 seiner Cleveland Cavaliers gegen New Orleans Pelicans im 867. Spiel seit Januar 2007 nacheinander auf eine zweistellige Punktausbeute und zog damit an Air Jordan vorbei. Es bedeutet mir sehr viel, einen solchen Rekord aufgestellt und etwas geschafft zu haben, von dem viele Leute dachten, dass es nie wieder zu schaffen wäre, sagte James bei seiner Auszeichnung während einer Spielpause unter den Ovationen der 20.500 Zuschauer. In seiner langen Karriere hatte James zuletzt vor über 11 Jahren in einem Spiel keine zweistellige Punktzahl erreicht. Am 5. Januar 2007 war James gegen Milwaukee Bucks lediglich auf 8 Zähler gekommen. Seinen Rekord benötigte James zudem deutlich weniger Zeit als Jordan. Die vorherige Bestmarke hatte Jordan bei den Chicago Bulls in mehr als 15 Jahren von März 1986 bis Dezember 2001 aufgestellt. Schatten des James-Rekordes hatten Clubs der deutschen NBA-Profis kaum Grund zur Freude. Ex-Meister Dallas Mavericks musste mit Superstar Dirk Nowitzki und Nationalspieler Maximilian Kleber beim 92:93 gegen Minnesota Timberwolves zweite Niederlage nacheinander quittieren. Nowitzki blieb dabei mit 7 Punkten noch hinter Klebers Ausbeute von 10 Zählern zurück. Die Atlanta Hawks kassierten als schwächste NBA-Mannschaft erneut ohne ihren angeschlagenen Nationalspieler Dennis Schröder mit 91:101 gegen Philadelphia 76 erst sogar schon wieder ihre 5. Pleite in Serie. Hingegen feierten Chicago Bulls im zweiten Spiel binnen 24 Stunden ohne Nationalspieler Paul Zipser durch ein 90:82 bei Orlando Magic ihren ersten Sieg nach zuvor 7 Niederlagen in Folge.